Hi, ich bin Matthias von Smarketer. Rot, Gold, Grün und Silber sind echte Farbklassiker, mit denen du deine Website zur Weihnachtszeit stimmungsvoll dekorieren kannst. Farben können aber noch so viel mehr. Ich gebe dir 5 praktische Tipps, wie du Farben auf deiner Website einsetzen kannst, um deine Produkte noch besser zu verkaufen. Tipp Nummer 1. Beachte die Wirkung der verschiedenen Farben. Farben beeinflussen unsere Gedanken und Gefühle durch die Assoziation, die wir mit ihnen verbinden. Mit der Farbe Blau verbinden wir zum Beispiel Ruhe, Sicherheit und Vertrauen. Die beruhigende Wirkung der Farbe wird gern von Firmen genutzt, die mit persönlichen Daten umgehen, zum Beispiel Facebook oder LinkedIn. Andere Farben können auch eine komplett andere Wirkung entfalten. Die Farbe Rot wirkt dynamisch und ruft eine gewisse Dringlichkeit hervor. Schwarz hingegen wird gern für den Verkauf von hochwertigen, aber auch eleganten Produkten verwendet. Mach dir also bewusst, für welche Eigenschaften dein Produkt steht und passe die Farben auf deiner Website daran an. Tipp Nummer 2. Verwende ein einheitliches Farbschema und nicht zu viele Farben. Der Gesamteindruck deiner Website ist ungemein wichtig für den Erfolg deiner Marke. Sorge dafür, dass deine Marke wiedererkennbar bleibt und verwende deshalb immer dieselben Farben für deine Corporate Identity. Als Faustregel gilt, verwende nie mehr als 3 Primärfarben. Tipp Nummer 3. Hebe deine Buttons und klickbaren Elemente kontrastreich hervor. Bestimmte Elemente deiner Website, zum Beispiel den Call-to-Action-Button, solltest du farblich vom Layout deiner restlichen Seite abheben. Damit die Buttons gleich richtig ins Auge fallen, kannst du Komplementärfarben verwenden. Ist deine Website in Rot gestaltet, kannst du grüne Buttons verwenden, um Aufmerksamkeit zu erzielen und mehr Menschen dazu zu bringen, auf deinen Button zu klicken. Tipp Nummer 4. Verwende hohe Kontraste auf deiner Website. Kontraste sind ein wichtiger Bestandteil der Benutzerfreundlichkeit. Sorge dafür, dass dein Text und deine Schrift allgemein auf der Seite sich abhebt. Auch Größenkontraste sind praktische Stilmittel, mit denen du Elemente auf deiner Website in Bezug zueinander setzen kannst oder auch hervorheben kannst. Tipp Nummer 5. Pass auf bei saisonalen Anpassungen. Gerade jetzt zur schönen Weihnachtszeit kannst du deine Website gern in weihnachtlichen und schönen Farben gestalten und weihnachtliche Deko-Elemente einbinden. Pass aber auf, dass es nicht zu viel wird und die Hauptfarben und das Hauptdesign deiner Website natürlich nicht überdeckt werden. Damit stellst du sicher, dass deine Kunden auch in der Weihnachtszeit natürlich deine Marke wiedererkennen. Willst du mehr über Online-Marketing erfahren? Dann abonniere uns und lass etwas Liebe da.